Das erinnert mich sofort an unsere Geschichte als Menschen, die auf vielen verschiedenen Ebenen abgelaufen ist. Ja, das ist Weitergabe von Informationen, von Individuum zu Individuum, von Generation zu Generation, sogar zurück in den Generationen. Der Beginn von gezieltem Hinterlassen von Botschaften oder auch von Herstellung von zum Beispiel Kunstwerken, ja, und so, das ist ganz, ganz spät in der Geschichte. Das passiert erst ganz am Ende, ja, also erst praktisch nachdem 7 Millionen Jahre schon vergangen sind, so lange hat das gedauert, ja. Aber diese 7 Millionen Jahre, die stecken hier drin, ja, in diesem Bild. For the German artist Obey, the vision of his painting speaking a universal language that could be understood by all people everywhere was far more important than any notion that his pictures would someday fetch record prices on the art market. Turning his back on the established world of commercial art, in a 25-year period, he produced a unique body of work of over 1,000 paintings and drawings, collages and objects, which all bear testimony to his unbridled joy and the fundamental realization that everything is connected with everything. Obey himself did not live to see the rising public interest and acclaim his art has excited over the past few years. In 2004, he was contemplating displaying his works again for the first time after 12 years of withdrawal. He was killed in a road accident. In the wake of his death, Dagmar Voide-Kühle decided to make his paintings accessible to a broad public. She founded the Obey Mindkiss Project, which she herself directs. Gradually, a worldwide network of partners was created, including such figures as the famous designer and artist, Stefan Sagmeister from New York, who designed the award-winning book Obey Mindkiss, and director Bernd Müller from Berlin, the driving force behind the Obey Experience film. Obey Studio still exists and is the place where Dagmar Voide-Kühle, Obey's longtime companion who lived and worked with him for 21 years, now conserves his work for posterity. And so we started talking about what it is she wanted to do. And then Dagmar came over in early January and we were able to sit down and I could show her our hall and say, this is what we've got. And is this okay? This is just an old school. And she was like, no, it's fabulous, it's fabulous, it's great. We will bring the art out to here and have it here. Kirli Rikihana ist Mitglied des Schoolboards dieser Maori-Schule und sie war meine erste Kontaktperson. Sie hat sich dann auch um alles gekümmert, auch organisatorisch, und hat nicht zuletzt auch das Schoolboard davon überzeugt, dass es gut wäre, diese Aktion zu machen im Rahmen des Schulfestivals, die Bilder eines deutschen Künstlers dort zu zeigen. Te Kura Kaupapa Maori Onga Mokopuna is a Maori school in the Seitun district of Wellington, the capital of New Zealand. Since the opening of the first Maori school in Auckland in 1985, a total of 70 Maori schools have been founded in Aotearoa. Te Kura Kaupapa Maori Onga Mokopuna is one of them. Founded in 1994, it currently caters to 83 boy and girl students aged from 5 to 17. The school graduating certificate it confers enables students to go on and study at university. Once a year, the school stages Tera Okupe, a festival that helps to publicize the work done by the school and the preservation of Maori culture. All proceeds from the festival go towards buying teaching aids and school materials needed in class. Further away, but you know, it's just solid and complete, and it just looks like you are in a exhibition hall. Die Bilder haben, glaube ich, ganz viel mit den Wurzeln unseres Daseins zu tun. Obey selber fühlte sich dem Kosmos sehr, sehr eng verbunden. Und ich glaube, das steckt ganz tief in den Bildern drin. Und das braucht auch keine Sprache. Das ist das Tolle an den Bildern.
dass sie unabhängig von Sprache, von Kultur, von Bildungsstand, Nationalität jeden Menschen eigentlich erreichen können, dass sie zu jedem sprechen können. Und weil sie diesen tiefen Grund in sich tragen, versteht, glaube ich, auch jeder, was sie sagen wollen. Und das ist das, was ich universal nenne oder das Element des Universellen. You know, every time you look at it, it speaks another language. And you get used to one language of it, and then you start to understand it, and then all of a sudden, for me, it switches, and then it changes to another language. So it's constantly teaching me something. That's it. That's why I probably feel like I need more time with it. It's because I feel that it's sort of an earth language that has been painted. The more you look at it, the more the language becomes more intense. Impelled by her curiosity to know how people react to Obey's paintings, Dagmar Voigt-Kühle started to travel with them. At first, she visited different individuals with different paintings and filmed their spontaneous reactions. They included scientists and artists from a wide range of disciplines, sport personalities, and children, in a wide range of destinations from Berlin, Vienna, and Geneva to Boston, Santa Fe, Hawaii, and New Zealand. These meetings, which Dagmar Voigt-Kühle calls encounters, were filmed and published on the web as encounter videos. Obey hat ja mal gesagt, er hofft, dass seine Bilder einen Aborigine genauso faszinieren wie einen Eskimo oder einen Einwohner von New York. Und das war für mich die Fährte, der ich gefolgt bin im Encounters-Projekt. Und eigentlich war ich gerade auf der Suche nach einem Inuit oder einem Aborigine, als ich morgens auf der Fahrt zur Arbeit im Autoradio einen Bericht gehört habe. Da ging es um die Rückkehr der Schrumpfköpfe der Vorfahren der Maori aus den Museen dieser Welt in ihre Heimat nach Neuseeland. Und das hat mich elektrisiert. Und sofort kam mir der Gedanke, es muss nicht Australien sein, es muss nicht Grönland sein, es könnte ja auch Neuseeland sein. Und dann habe ich sehr schnell Kontakt zu der Radiojournalistin aufgenommen und die hat mir dann dabei geholfen, die ersten beiden Maori für die ersten beiden Encounters zu finden. Das waren Elena und Tanemahuta Gray. Wow, what a wash of energy that's coming off this. Oh. Man. Sorry, I'm getting shivers and just getting this energy. The World Wide Web, with its almost unlimited range of openings for communication, is an ideal platform for Dagmar Voigt-Kühle on which to acquaint people from across the whole world with Obey's art. In her monthly posts on the Obey blog on the website, she lays the foundations for a better understanding of Obey's art without ever interposing her own interpretations. She uses Facebook and Twitter to give regular information on the project's latest activities, while a dedicated YouTube channel hosts both the encounter videos and a growing collection of essays on issues connected with Obey's art. But even the internet has its limitations, and a digital copy can never be an adequate substitute for a real-life encounter with an original painting. This is why in 2012, Dagmar Voigt-Kühle initiated the Obey Global Encounter Tour, in which she travels the world with her own selection of paintings and their companion encounter videos to places off the beaten track where art is not usually presented. Bringing Obey's original works directly to the people. Hinter der Global Encounter Tour steht eigentlich dieselbe Idee wie hinter dem ganzen Projekt. Das ist nämlich die, Obey's Kunst unter die Menschen zu bringen. Und das heißt, dass die Museen und die Galerien nicht der richtige Ort sind, sondern dass die Bilder dahin gehen, wo Menschen ohnehin sich hinbewegen. Ja, zu einer Veranstaltung, weil sie sich dafür interessieren, etc. Und dann sind plötzlich die Bilder da. Und
So kann ich Menschen erreichen, die ich sonst wahrscheinlich mit Obeys Bildern niemals erreichen würde. In 2012, a natural sciences symposium held at the Goethe Institute in San Francisco was the stage for the first stopover of this global encounter tour. The guest speakers included Seth Shostak talking about extraterrestrial intelligence, Joe Betz-Lacroix on gene therapy and the meaning of death, and Nina McCurdy on how to visualize astronomical data. Gas, everything we can see with the greatest telescope. When I saw the pictures and the paintings, I was amazed about sort of the cosmic fluidity in it, about the sort of imprintments between the organic and the virtual. And there is this incredible transformational aspect in it. In March 2013, over 400 people came together for a Joy of Insight party in Berlin. In his opening address, Professor Peter Kruse, one of the pioneers in researching the collective intelligence of networks, talked about complexity, autonomy, creativity, and the transformational power of lateral and maverick thinkers, of whom Obey was one. Ich kenne Obey eigentlich auch nur aus Gesprächen und aus seinen Bildern. Aber irgendwie habe ich von Anfang an so ein Gefühl von Kennen gehabt. Und das, was wir heute brauchen, sind eigentlich neugierige Grenzgänger. Und da war ich dann natürlich ganz zentral beim Thema Obey, weil ich denke, er ist tatsächlich so etwas von Anfang an gewesen, ein neugieriger Grenzgänger. Und da sind drei Begriffe, die mich die letzten Jahre extrem beschäftigt haben. Das ist zum einen Veränderungsdynamik, das ist Komplexität und das ist Selbstorganisation oder Autonomie. Und ich nehme an, dass Obey mit diesen drei Begriffen sehr viel hätte anfangen können. Und ich habe dann ein bisschen darüber nachgedacht, welche Kernkompetenzen würden Grenzgänger heute eigentlich brauchen, um mit diesen komplexen Situationen umzugehen. Late 2013 saw the third stopover of the tour, this time in Vienna at the Global Peter Drucker Forum. This international management conference furthers Peter Drucker's idea that the evolution of management is a key building block in the development of a human society that is both economically efficient and grounded in moral values. The theme of the conference was the challenges posed to management by increasing complexity. Complexity is also one of the central themes grappled with in Obey's intellectual explorations work and expressed in his art. Also wenn man an das Bild ganz nah rangeht, lösen sich immer wieder neue Strukturen auf, dann löst sich das alles sehr, sehr fein auf. Dann habe ich plötzlich den Eindruck, nein, das ist kein biologisches Netzwerk, sondern das sind Muster von Städten, das sind Muster von Kulturen. Das ist so, als ob man von oben auf den Globus guckt. And I kept talking to the school about what it was we were having here, because it's quite new. We have had art showing before, but we've never had it quite in this level before. And this, exotic's probably that we probably seem exotic to you, but it was exotic to us because it came from all across the world. And it was an artist who had passed away. He wasn't even alive. For the fourth stopover of the Global Encounter Tour, Dagmar Voidekühle discovered a truly extraordinary place. For Obey's paintings, this meant traveling to the other side of the world. In the language of the Maori, the first settlers in the country from Polynesia, New Zealand is called Aotearoa. The Maori have been involved in a struggle to preserve their original culture and language. The German journalist Claudia Edelmann
has spent 20 years traveling New Zealand and has lived with the Maori for 9 months doing project work. Her book, Maori, New Zealand's Hidden Treasure, is a record of her experiences. A teacher at the Maori school in Seitu knew the book and gave Dagmar Voidekula a copy. This is how the connection between Obe and Claudia Edelman came about. An example of the ever-widening momentum the project network has now developed. Aotearoa ist der Begriff, den die Maori für ihr Land benutzen. Und dieser Begriff wird übersetzt mit das Land der langen weißen Wolke. Also Ao heißt Wolke, Tia heißt weiß und Rua heißt eben groß. Es wird erzählt, dass als die Maori damals mit diesen Kanus kamen, die als Great Fleet, also als die große Flotte bezeichnet wurden, dass die eben dann eine große weiße Wolke am Horizont sahen. When I look at this, I just think, how does someone create this? Because it kind of feels random, but I sort of tune in and feel that it's not. Everything has been very carefully considered. But I kind of feel as though I just kind of want to go up and, touch it and kind of be immersed in this. I see the sense of ki runga ki raro tākatau taha maui, the extension of all of the above, all below, and all to all the sides, the inwards and the outwards, ki roto ki waho, is all form. So all the essence of our experience, our three-dimensional experiences, is held with the cross, providing that link to the past and the present, and then onwards to the future, and to the the feminine, the taha maui, the feminine side, and the masculine side, the male side, to the right side. So it kind of has that essence of all that is there. Als die Global Tour bereits lief und ich schon zwei Stationen erlebt hatte und wusste, wie das so ungefähr funktioniert, dachte ich mir, wieso nicht eigentlich auch eine Station der Tour in Neuseeland zu machen. Ich hatte ja immerhin schon zwei Encounters dort gemacht und kannte Leute dort, und so fragte ich dann die Ingrid Kölle, ob sie mich nochmal unterstützen würde und mir helfen würde, einen geeigneten Ort zu finden. Und das hat sie dann gemacht. Kamen mehrere Vorschläge und einer davon war eine Schule, eine Maori-Schule, und ich war sofort begeistert. Schule fand ich schon mal toll, und eine Schule, in der nur Maori gesprochen wird, fand ich erst recht toll. Und so kam es dann zum Kontakt mit dieser Schule in Seitun in Wellington. The struggle for preservation of their original culture and language still goes on today, in which Maori schools, or Kura Kaupapa Maori, play an important part. Speaking English is only allowed outside of school hours, and guests can only enter the school during holiday periods, unless they have first been assimilated into the school community through the Pōwhiri welcoming ceremony. Ein Pōwhiri ist der Name für die traditionelle Begrüßungszeremonie der Maori. Also man sammelt sich dann normalerweise, also die ganzen Besucher sammeln sich vorne am Eingang. Wir sind dann sehr langsam in den Schulhof gegangen, und Kiri lief rechts von mir und stimmte dann irgendwann einen unglaublich lauten, intensiven, aber auch sehr schönen Rufgesang an. Der wurde dann beantwortet, ja, von drei Frauen, eine Lehrerin und zwei Schülerinnen, die am Ende des Schulhofes standen. Und so haben wir uns dann langsam hin und her rufend und langsam vorwärts schreitend der Schule genähert. Karanga mai, karanga mai, karanga mai.
Und die nächste Stufe in diesem Porphyry ist das Falcorero. Das bedeutet, dass die Gastgeber sprechen und die Gäste sprechen. Jeder stellt sich davor, eben mit seiner Genealogie. Also das wirklich, es kann Stunden dauern und das erfolgt immer in Maori. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Im Zusammenhang mit der Station der Global Tour in Neuseeland gab es auch die Möglichkeit, noch einen weiteren Encounter mit einer einzelnen Person zu machen. Das war Dallas Seymour, ein Rugbyspieler, professioneller, ehemaliger Rugbyspieler und, wie ich dann lernte, eine echte Legende in Neuseeland. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ich durch die Begegnung mit den Maori auf die Idee kam, zu sagen, Obe hat ja eigentlich auch eine hohe Affinität gehabt zu wilden, körperbetonten Sportarten, auch Kampfsport durchaus, Karate, aber eben auch zum Beispiel American Football und Rugby und solche Dinge. Und da die Maori und auch andere Neuseeländer wohl die beste Rugby-Mannschaft der Welt haben, die All Blacks, war das eine Idee, zu versuchen, einen Maori-Rugby-Spieler in einen Encounter mit einem von Obes Bildern zu bringen. All the different currents that are flowing through the picture. There's even some aspects, when I look at it, I do truly, I guess, Maori motifs or designs. I sort of see some of that, like in some of our, we have an art form called tukutuku, which is weaving. I do see some of that as well. I'd see some, to almost, I guess, Māori Pacific type moko or tattoo designs. Almost look like the bones of people. Perhaps it's a foundation, because for me, I carry my culture with me. I carry my ancestors with me. I am Dallas Seymour, but I am Dallas Seymour who carries thousands of years of history with me, all the way back to my ancestor Hōturoa, who is the captain of the Tainui canoe, who traversed the Pacific Ocean years and years and years ago. Back and forth from the Pacific Islands to Aotearoa. Also die Vorfahren spielen eine sehr wichtige Rolle bei den Maori. Wenn man beispielsweise in Europa anschaut oder in Deutschland, wenn wir auf unsere Vorfahren zurückblicken, wir können vielleicht die Ureltern oder die Urgroßeltern noch zurückverfolgen. Bei den Maori ist es ganz wichtig, zurückzuverfolgen, wer der erste der Vorfahren war, der eben damals mit diesem Waka, mit diesem Kanu in Neuseeland ankam. Und wenn Sie überlegen, auch wenn sich heutzutage ein Maori in einer Marae in diesem typischen Versammlungshaus der Maori vorstellt, dann erwähnt er auch zuerst in so einem PPH, nennt sich das, in einem kurzen Abriss von seiner Genealogie, mit welchem Kanu
die Vorfahren nach Neuseeland gekommen sind. Some 700 years ago, the Maori voyaged across the South Seas in huge hollowed-out canoes called waka and touched down in Aotearoa. They navigated without any technical instruments over the Pacific Ocean, using only their knowledge of astronomy and the stars to chart a course. The warlike Maori put up such a fierce resistance to the white settlers who appeared in the country hundreds of years after the Maori and called it New Zealand, that they were never simply assimilated, but mixed with the European newcomers. In Maori culture, love and respect for their ancient ancestors are just as important as responsibility for children, grandchildren, and the coming generations. Past, present, and future are all intimately fused in the Maori feeling for life. Immediately before his encounter with Obey's painting, Samurai, Dallas Seymour, for instance, introduced himself personally by introducing his forebears. A tēnā tātou, ko pirungi e te maunga, ko kāwhia te moana, ko waipapa te marae, ko Ngāti I kauro te iwi. Ko Rato Rao, ko Eruera ngōku tūpuna, ko Jim Rao, ko Jenny ngōku mātua, ko Lise Rao, ko Mark ōku tuakana, no reira tēnā tātou katoa. I feel that it's on another dimension. That has been produced here in this third dimension that we live in, but it belongs. It's been channeled. Off world. Maybe from our star brothers and sisters. I feel very strongly that OB was in touch. Yeah. Und bei den Maori habe ich erlebt, in einer Weise, wie ich es auch bis dahin noch nicht erlebt hatte, dass es eine geistige Verbundenheit gibt, offensichtlich, zwischen OBs Geist, beziehungsweise der Art, wie er sich in den Bildern ausdrückt, und der Kultur und Tradition und dem Denken der Maori. Das hat sehr viel zu tun, glaube ich, mit der Verbundenheit der Maori zur Erde einerseits, aber auch zum Himmel. Beiden fühlen sie sich gleichermaßen verbunden. Sie haben eine große Liebe zur Natur und sie kommen von einer Inselgruppe, nämlich in Polynesien eigentlich her, von der viele heute noch sagen, es ist eigentlich das Paradies auf Erden. Also ich glaube auch, dass es mit diesem regionalen Bezugspunkt etwas zu tun hat, dass es sehr gut war und ich bin sehr froh darüber, dass wir ausgerechnet bei den Maori waren, mit der vierten Station der Global Tour. Also die kulturellen Ursprünge der Maori sind auf den polynesischen Inseln zu finden. Und es gibt auch jetzt noch viele Bräuche oder auch beispielsweise jetzt das Hangi, wenn man nimmt, den Erdofen. We build a fire inside the hole. We build like a little tower of timber. And all our rocks and that, they sit on top of that little tower. Once all the fire is burnt away, now all your kai goes into baskets and you lay them down on top of all your stones and your irons. And that's what gives you all your heat. And all our sacks and that, they're all soaked. They're soaked in water. And that, with the stones, creates steam, which, well, naturally cooks your kai. Obey's paintings, which leave the established art world cold with their refusal to embody material values, are a deep source of fascination for the Maori because of their profound spirituality and power of universal expression.
Traditional Maori customs are integrated and lived out in the daily life of the Kura Kaupapa School and celebrated during Te Rau Kupe, the annual school festival. From craft work and tattooing to the traditional hangi method of cooking in ovens under the ground, singing and dances like the Haka war dance. Also die Encounter-Tour mit ihren unterschiedlichen Stationen bei ganz unterschiedlichen Menschen ist schon eine echte Herausforderung. Jede Station ist anders, hat ihre eigene Qualität, ihren eigenen Charakter. Aber bisher haben es die Bilder jedes Mal geschafft. Ja, ob sie es auf der Management-Konferenz war oder in der Maori-Schule oder im Wissenschaftssymposium. Und das finde ich einfach beeindruckend. Und ich bin sicher, dass die weiteren Stationen der Tour das noch zeigen werden, wie anpassungsfähig eigentlich Obeys Kunst ist, beziehungsweise wie stark sie den Menschen auch tatsächlich entgegenkommt. Each stopover of the global tour offers visitors the opportunity to make their own personal encounter with one of Obey's paintings before a running camera, as was the case at the Te Rau Kupe School Festival. Such open encounters open yet another space in which Obe's art can resonate. Curiosity and the willingness to discover what might happen is one of the key driving principles that underpin the whole encounter project. It's a taonga. I think it's great. It's almost it's got a prehistoric sort of a ethos to it in the center of it. I like it. Not coming from the heart. The vibration from it's going through the whole body. I mean, if you looked hard enough, it looks almost sci-fi. And in the long run, I'd be happy to have it hanging on my wall. It's so primal. That's what I've noticed with all of the works that I've looked at. That's there's something that transcends time in them. There's something in there that talks to me at a deeper level, and what it makes me feel is connected. Oneness. Connected with peoples, animals, trees, nature, messages, archetypal stories, everything from the past. It has a little bit of all of that kind of thing. Black, red, gold, red, purple. Extracts from these open encounters will be published on the internet at a later date. Ka tētiro pērā ki ngā koru. He tino pai ngā kara. Tētiro pērā ki ngā manu. Ich habe ja erlebt, wie die Maori auf Obeys Bilder reagiert haben, sowohl in den einzelnen Encounters als auch in der Schule, in der Station der Global Tour. Und es waren spontan sehr positive Reaktionen, intensive Reaktionen. Es war eine große Verbundenheit, eine Nähe, eine Affinität für mich spürbar. Die Bilder waren zwar ungewohnt, aber sie waren nicht wirklich fremd. Und es war auch sehr schnell so, dass Bezüge zur Maori-Kultur hergestellt wurden von den Maori in der Begegnung mit den Bildern. Ganz unterschiedlicher Art, aber fast jeder, der einem Bild begegnet ist, hat konkrete Bezüge zur Maori-Kultur hergestellt. And the longer I stand here, the more I feel connected. And when I say connected, connected to the peace, connected to
I guess the depth in the painting. Maybe it's because I feel there's it's a representation of Papa Tuanuku. We have a very intimate relationship with Rangi, the Sky Father, and Papa Tuanuku, the Earth Mother. And I see a lot of earthy tones here. Is it unlocking the potential of Papa Tuanuku? Das hat mich überrascht einerseits und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen auch erfreut und hat mich auch eigentlich in meiner Meinung bestärkt, dass die Bilder eine universale Sprache sprechen. The universal appeal of Obey's paintings has found an open global space in the MindKiss project in which it can freely unfold its vast potential. The Global Encounter Tour is still not even half complete, and yet we can now say with certainty that Obey's idea of the universality of his art was no half-baked pipe dream of an artist who had turned his back on the art world to work in hermit-like seclusion. This idea is so exuberantly alive in his paintings that it has outlived the artist who first gave birth to it, and will most probably continue to do so for quite some time to come.